Gut, genau, fangen wir mal an. Der Meisterschaft. Freies Training? Okay. Select your watercraft, please. Ich nehme die. Welcome to Dolphin Park. Jetzt erinnere ich mich total an Warm-up time. Follow that dolphin. Sunshine. Wo ist denn der Dolphin? To start racing, select Start the Race from the pause screen menu. Hä? Wo ist denn der mit mir? Press up and down on the control stick to lean the rider forward and back. And down. Aha. Ein bisschen schneller zu werden. Und lehnen. Kann ich auch um die Ecke rumfahren? When you jump, you can control the height of your jump by leaning the rider forward or back. Okay. Gut, fangen wir mit dem Rennen mal an. 6 Rennen. Welcome to Sunny Beach. Okay, mindestens 4. Platz. Das kriege ich hin. Hoffe ich. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Gut, ne? Bin ich jetzt ein bisschen langsam im Vergleich zum Jens gerade eben. You're still in first. Jens war da 10 Kilometer pro Stunde schneller. 110, 112. Sehr gefahren. Sie ist ein bisschen langsamer. Lässt sich dafür hervorragend steuern. Final lap, keep it up! You're about 6 seconds ahead! Was? Und ich noch Vorsprung gut gemacht habe. Aber eigentlich so gut fahre ich gar nicht. Bonsai! Genau, Bonsai! Move on to the next round. Natürlich. Punkte. Einen hätte ich gebraucht. So schön. Welcome to Sunset Bay. Hier brauche ich 2 Punkte, um weiterzukommen. Okay. Start your engine. 3, 2, 1. Oh! Ah, nicht ganz so gut wie gerade eben. Nice! Nice! Maximum everybody's behind you! Maximum everybody! Das ist nicht gut, wenn die mit dem Kopf da antrifft, oder?
überholt, du bleibst mal schön hinter mir. Das gibt's nicht, also überholt. Mit einer Sekunde im Vorsprung. 1,8. Das ist nicht so unendlich gut. Ja, irgendwie könnte man auch noch Tricks machen. Das ist nämlich auch im Handbuch drin. Das hat mich eher Zeit gekostet als alles andere. Auch gut. Nee, nee, du bleibst weg. Gut. Zwei Sekunden Vorsprung. Was kommt der nächste? 10 Sekunden. You finished first and got 7 points. Great race. Good, huh? Move on to the next round. 14 Punkte. Welcome to Drake Lake. Watch the signal. War ein guter Start. Blöd, nur dass ich nicht mehr wirklich viel sehe. Wow, you left everybody behind. Sehr gut. Weiter geht's. Soll ich hier irgendwie zurückschauen? Ah! Ah! You're about 6 seconds ahead! Das ist gut. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich so eine Sekunde davor. Wenn überhaupt. Aber die Reflexionen auf dem Wasser, die sehen schon gut aus, oder? Ich meine, für das N64 ist das schon ziemlich beeindruckend. Da ruckelt das Spiel auch unglaublich, aber trotzdem, also das finde ich echt beeindruckend. Final lap, keep it up! You're about 4 seconds ahead! Bei quasi jedes Spiel auf dem N64 ruckelt. Damit habe ich die Meisterschaft in der Tasche, oder? You finished first and got 7 points. Great race. Sehr schön. Move on to the next round. Welcome to Marine Fortress. I am. Everybody's behind you!
Wiederholen gibt's nicht. Ja? Das kannst du direkt vergessen. Ganz schön knapp. Okay. Mini-Bildchen zeigen an, ob der Fahrer auf dem Jetski ist oder nicht. Das ist ja interessant. Das finde ich unglaublich cool. Jetzt gibt's noch zwei Rennen. Port Blue. Es gibt mehr als das Doppelte an Punkte für die Qualifikation. Ja, cool. Have a good race. 3, 2, 1. Hier durchfahren. Ich glaube, ich habe gerade einen übelsten Umweg genommen. Hier geht's gar nicht lang. Natürlich. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Das wäre eine ziemlich coole Abkürzung gewesen. Also vor allem ziemlich unfair für diejenigen, die ihn nicht kennen. Ich brauche noch ein bisschen runterfallen. Und jetzt gehen.
Welcome to Southern Island. This is the final round. Good luck. 3, 2, 1. Oh! Ein bisschen zu spät sogar. Good. Good. Maximum. Wow. You left everybody behind. Ja, das war die Strecke, die es auf dem Schritt nochmal gab. Witzigerweise lässt sich das Spiel deutlich besser spielen als das GameCube-Spiel. Was komisch ist, weil eigentlich ist es genau andersrum. Dass sich die GameCube-Spiele besser spielen lassen. Gerade mit diesem komischen 64-Stick. Das ist eigentlich immer eine Krankheit. Aber hier geht's. Das ist ziemlich cool. Mit 12 Sekunden Vorsprung kann ich mir noch meine Zeit lassen. Stimmt. Alle Rennen gewonnen. Super. Cool. The champion! Congratulations! Kann ich das überspringen? Das aussieht nö. Dann schauen wir uns halt meine Ergebnisse an. Na gut. Get to move up to the next class. Okay. Warum genau bin ich gerade bei Hitbox rausgeflogen? Hallo?